Siegmann trifft mit ausgestreckten Beinen und seinen Stollen Ewald Lienens Oberschenkel. Das brutalste Foul der Bundesliga ereignete sich somit. Die Fernsehbilder übertragen das Unglück. Die Aufnahmen zeigen Ewald Lienens Oberschenkel von innen. Eine 25 cm lange Fleischwunde hat zur Folge, dass sein Oberschenkel-Innenraum und die weiße Muskelhülle sichtbar werden. Trotz der Verletzung an seinem Oberschenkel rannte Lien zum damaligen Bremer Trainer Otto Rehhagel und wollte diesen zur Rechenschaft ziehen. Er warf ihm vor, Siegmann aufgestachelt zu haben. Er schrie ihn an mit den Worten: "Du hast ihm doch gesagt, dass er mich umtreten soll." Selbst nachdem Lien versorgt wurde, war er noch wütend auf seinen Gegner. Als ob das nicht schon genug wäre, sorgte der Schiedsrichter Medardos Luka auch noch für einen Skandal. Er zeigte Siegmann für dieses brutale Foul nur eine gelbe Karte.